Ja, vielen lieben Dank, lieber Herr Reglanzer, für die charmante Begrüßung, die es aber auch schon in sich gehabt hat, weil du schon viele wesentliche und wichtige Punkte mit reingepackt hast, die uns zusammenbringen. Die uns zusammenbringen im Rahmen des Jubiläumsjahres 20 Jahre Internationales Gitarrenfestival in Innsbruck. Ich freue mich sehr, Sie alle begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und die Werkstatt der Möbelmacher wirklich prall gefüllt ist, obwohl wir heute nicht öffentlich eingeladen haben, sondern wir Sie alle als ganz besondere Gäste eingeladen haben zum heutigen Jubiläumsabend. Sie sind uns alle ganz, ganz herzlich willkommen und ich bin geneigt, die Begrüßung etwas in die Länge zu ziehen, so auf eine Stunde oder anderthalb. Warum? Weil wenn ich die Reihen so einzeln durchgehe, ich behaupte mal, zu fast jeder einzelnen Persönlichkeit, die heute da ist, zu jeder Person, auch wirklich eine passende Geschichte erzählen zu können. Vielleicht sogar bei den meisten wirklich mit dem Bezug zur Gitarre bei uns in Innsbruck. Aber natürlich sehen Sie mir es nach und Sie wollen das auch gar nicht, ich will es auch nicht, dass wir die Begrüßung da noch ein bisschen komprimierter stattfinden lassen wollen. Wir haben eingeladen, neben Ehrengästen aus der Politik, auch natürlich Sponsoren, die uns seit vielen Jahren treu sind im Rahmen des Festivals. Wir haben eingeladen die Mitglieder des Fördervereins und natürlich, und das freut mich sehr, lieber Herbig, ist es uns wichtig, dass die Presse mit vertreten ist und dass die Andrea Pitsch auch wirklich von dir so herausgehoben ist, weil das haben wir für heute Abend vorgenommen. Wer im ersten Teil heute schon dabei war, des Kunst- und Kulturabends in Herzbruck-Unterkrumbach, hat von mir schon hören dürfen, dass ich das ein oder andere Mal ja durchaus auch kritisch bin mit der Herzbrucker Zeitung, heute ausschließlich voll des Lobes und des Glückes bin, ob der Berichterstattung der Herzbrucker Zeitung. Das gilt für die Kunst, das habe ich vorhin schon betont, als wir die Kunstausstellung Kunst im Fluss eröffnen durften und damit den Bogen spannen zu viel internationalen Publikum bei uns in diesen Tagen in Herzbruck. Und da begrüße ich jetzt mal außerhalb des Protokolls ganz herzlich den Christoph Gerling. Habt ihr wirklich schön gemacht und ich wollte euch. Gelungen ist, diesen Bogen zu spannen zwischen den Künstlern auf der Bühne und den Künstlern, die jetzt ihre Kunstwerke in die Pegnitz verbracht haben. Also das ist wirklich schön gelungen und vielen herzlichen Dank dafür. Das ist eine tolle Symbiose, wie ich finde, dieser Stadtfindung. Und die Herzbrucker Zeitung, um das nochmal aufzunehmen, ist wirklich fleißig dabei, über unser Festival zu berichten und auch ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor, da werden wir heute nochmal drauf eingehen im Laufe des Abends, ein entscheidender Erfolgsfaktor, warum wir heute da stehen mit dem Festival, wo wir eben sind, das ist die medialische Begleitung selbstverständlich. Sonst würde das nicht funktionieren. Ich möchte damit beginnen, mich bei denen zu bedanken, die den Raum stellen. Das ist der Herbig Danzer und seine Gute, du hast sie schon gewürdigt. Ich möchte gleichermaßen tun, für dich habe ich nichts dabei, außer warmen Worten und dem Dank, dass du spontan gesagt hast, Mensch, bei uns passt das rein und wir machen das hier bei uns, bei den Möbelmachern in Unterkrumbach. Vielen herzlichen Dank dafür, aber du hast das schon selber erwähnt, deine Frau hält einigermaßen viel aus, ob jetzt nur wegen dir oder mit dir oder wie auch immer, aber sie hält wirklich viel aus. Und das ist wie sie diejenige, wo ist die Gute? Gute, komm doch mal zu mir. Als Gastgeberin einen kleinen Gruß bekommt und ein kleines Dankeschön dafür, dass wir bei euch sehr viel. Du hast dafür sehr gut gelaunt, Frau. Also, ja, ich freue mich, dass von der Politik ganz viele da sind. Ich bin immer noch geneigt, unsere Bundestagsabgeordnete zu begrüßen, die sie ja mal waren. Das bleibt ja auch. Und es ist Abgeordnete im Europaparlament, die mal in den Raum gekommen. Schön, dass Leute da sind. Ich freue mich darüber, dass wir die Cornelia Trinkel da haben, als weitere Vertreterin unseres Landrats Armin Koder, die heute den Landkreis repräsentiert, von der ich auch herzlich ausdrücklich begrüßen darf. Und die ja damit auch ausdrückt, wie verbunden das Festival auch mit dem Landkreis ist. Und das meine ich auch so. Der Landkreis unterstützt Jahr für Jahr auch unsere Festivalwoche. Darüber freuen wir uns sehr herzlich willkommen können. Schönen Abend. Ja,
Stadträte da. Auch da erlaube ich mir, kurz zusammenzufassen in der Person, die alle repräsentiert, nämlich unser zweiter Bürgermeister Peter Uschalt, auch hier und Herr Florian. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben ganz viele Sponsoren heute da, das freut mich wirklich sehr, sehr, dass auch einige dabei sind, die uns seit vielen, vielen Jahren wirklich unterstützen, aber selten bei den Konzerten dabei sind, heute aber trotzdem gekommen sind. Ich werde auf die Sponsoren gesondert heute Abend eingehen, deshalb begrüße ich jetzt keinen von Ihnen namentlich, sondern stellvertretend jetzt mal für alle weiteren Gäste, auch des Fördervereins, aus der Gesellschaft, alle, die es mit uns gut meinen, freue ich mich, dass der Marcel Schneider mit seinem Verein da ist. Euch beiden herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute Folgendes gemeinsam erleben. Die Begrüßung haben Sie jetzt gleich geschafft. Die ist hinter uns. Dann geht es mit einem musikalischen Genuss los. Nämlich wird uns Arnoldo Moreno gemeinsam, denke ich, mit seiner Tochter, mit der Patricia, Kunst auf der Bühne bieten. Wir werden musikalischen Genüssen entgegensehen. Dann haben wir uns vorgenommen, Ihnen nicht trocken 17 Grußworte und Geschichtenerzähler aneinander zu reihen, sondern wir haben uns für ein Format entschieden in zwei, wenn man so will, Interviewrunden, die dankenswerterweise der Hausherr, der Herr Bichtanzer, moderieren wird und leiten wird. Da werden wir zunächst mal auf die Entstehung und den ersten Teil zurückblicken. Da wird Arnoldo Moreno mit dabei sein. Auf den zweiten Interviewteilnehmer gehe ich dann noch gesondert ein. Dann wird es nochmal Musik geben von Ernst Grieshofer. Da steht das Schlagzeug da. Wir werden also ein bisschen Druck in der Halle erleben. Davon gehe ich aus. Wir werden dort auch den Hinweis bekommen, dass dieses Gitarrenfestival sich ja vor vielen Jahren dann geöffnet hat, auch anderen Instrumenten und anderen Musikern gegenüber. Dann wird es eine zweite Gesprächsrunde geben mit Johannes Tonio Kreusch, den ich jetzt hier auch ganz herzlich begrüße, unseren aktuellen und langjährigen künstlerischen Leiter. Also ich werde mit dabei sein dürfen bei der zweiten Runde, da müssen Sie sich von mir noch ein bisschen was anhören dann mit dazu. Werden wir danach wieder Musik genießen von einem, der sich im Laufe der Festivaljahre wirklich ganz intensiv in die Herzen der Festivalbesucher gespielt hat. Und das nicht nur wegen seinen außerordentlichen Leistungen mit und an der Gitarre, sondern vor allen Dingen, weil er von der Persönlichkeit her, vom Mensch her, einer ist, der wirklich alle Herzen ansprechen muss, zweifelsohne, ob auf der Bühne, neben der Bühne oder dann auch im Café Bauer. Das ist Carlos Barbosa Lima. Freuen wir uns sehr, dass er da ist. Carlos Barbosa Lima bewusst an den Schluss der Veranstaltung gestellt. Warum? Der Carlos hat keinen Ausknopf. Das heißt, wenn er mal im Spielen ist und wir es nicht reglementieren, Johannes, dann spielt er. Spielt er und spielt er. Und genauso könnte der Übergang dann sein zum gemütlichen Teil, zu dem, was Herr Bichtanzer auch schon angekündigt hat, dass wir uns zusammensetzen, beieinander sein werden und dann noch in Gesprächen vielleicht Revue passieren lassen, was so in den 20 Jahren passiert ist, aber auch darüber nachdenken, was vielleicht in den nächsten Jahrzehnten noch passieren kann, wenn es uns gelingt, dieses Festival, was wir fest vorhaben, wirklich am Leben zu halten und in der Form auch weiter voranzubringen. Ohne, das sage ich auch jetzt schon, ohne danach zu streben, bei dem Festival immer höher, schneller weiterzukommen. Das ist unser Ansatz. Wir wollen das solide entwickeln und das ist uns, glaube ich, in den letzten Jahren wirklich auch sehr, sehr gut gelungen. In dem Sinn wollen wir es auch weiter voranbringen. Ich freue mich, dass wir zwei der künstlerischen Leiter heute da haben werden. Der dritte, Josep Enriquez, ist eingeladen worden, konnte heute leider nicht mit dabei sein. Die Anfänge weiß Arnoldo Moreno sehr gut, über die Anfänge weiß er sehr gut zu berichten und wird uns da viel Input geben können, was so am Anfang geschehen ist. Da ist es sicherlich gut abgedeckt. Ich freue mich aber auch darüber, und das will ich jetzt auch mal ausdrücklich betonen, der Herr Rich hat es formuliert, ich bezeichne diese Festival-Organisations-Crew insgesamt, angefangen vom künstlerischen Leiter über die Verwaltung, über den Bauhof, über Sie, die Sponsoren, über all diejenigen, die es mit dem Festival wirklich gut meinen, tatsächlich als gut funktionierende, nicht zerstrittene Familie. Und dazu gehören beispielsweise auch diejenigen, die sich seitens der Verwaltung darum bemühen, dass der Ablauf funktioniert, die alles Organisatorische in den Händen halten,
Christus voranzubringen. Wir haben heute alle da, die da vorne dran standen, neben den vielen Mitarbeitern auch aus der Verwaltung, aber auch den ehrenamtlich Tätigen, den Ferienarbeitern. Und ich freue mich wirklich sehr, dass der Johannes Michel da ist, die Petra Hofmann ist da, die Conny Stötzner ist da und jetzt aktuell ist in der Verantwortung der Max Weller. Auch euch allen für die gesamten, die im Hintergrund so fleißig gearbeitet haben, 20 Jahre lang, sagen wir ein herzliches Dankeschön. Tatsächlich auch ganz, ganz, weil wir uns ja ein bisschen entwickelt haben, auch ganz, ganz professionelle Menschen an unserer Seite. Das ist im Moment, was Ton und Technik angeht, die Firma Inface. Damit ich nicht vergesse, sage ich heute schon herzlichen Dank dem Alex, der heute da ist und uns dafür sorgen wird, dass wir was sehen und auch wirklich gut hören. Vielen Dank auch dir, Alex, für den heutigen Abend, für das dabei sein. Ganz bewusst habe ich mir eine Person für den Schluss meiner Begrüßung aufgehoben. Es ist derjenige, der getrost als der Initiator, Geburtshelfer, der Ideengeber, derjenige genannt werden darf, der dieses Festival erstens für Hersbruck entdeckt hat, das ist das eine, zweitens aber auch den Schneid gehabt hat und angepackt hat und das Ganze nach Hersbruck auch wirklich gebracht hat. Am Anfang etwas kleiner und bescheidener, aber dann in den Folgejahren schon Stück für Stück auch wirklich ausgebaut hat und damit macht Hersbruck in Bezug auf Vergleiche, die Conny ganz vorhin schon mal gehabt, zum Thema Kunst und Kultur in Nürnberg genannt, als Alleinstellungsmerkmal wesentlich aus. Das ist das internationale Gitarrenfestival in Hersbruck und das ist das Baby von dir, lieber Herr Altbürgermeister Wolfgang Plattmeier. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich dich jetzt als künstlerischen Leiter auch noch habe. Vielen Dank, Johannes.